Strafe 6, 10, 7 auf dem Weg in die erste Wartenkammer. Streife 3 startet mit 10:43 mit einem weißen Sportwagen. Ja, und wo? Höhe Harmonie. Mikrofon activated. Und um. Fährt weiter geradeaus durch Harmonie. Fährt weiter Richtung Osten, Richtung alte JVA. Na, schaffen wir's. Also Code 3 einmachen, bitte. Weiter Richtung Osten, an die JVA vorbei. Der Dispatch war höher Obstand. Da vorne. Oben fährt wieder Richtung Harmonie. Jetzt Strafe 2 schließt sich an, fährt weiter in Richtung Westen. Ist jetzt gleich Höhe Obstand, fährt weiter in Richtung Westen. Ist jetzt Höhe Obstand, ist am Obstand vorbei, fährt weiter in Richtung Westen. Sind jetzt an Larrys vorbei, weiter in Richtung Westen. Immer noch Richtung Westen. Sind jetzt am Höhe Nordlager, sind am Nordlager vorbei, weiter in Richtung Westen. Fährt weiter in Richtung Westen. Biegt jetzt nach Zennyshaus ab, Richtung Gesteinsarbeiter. Biegt dann wieder Richtung Westen ab. Hat die andere Streife schwer gerammt? Brauchen hier mal Unterstützung? Was wollt ihr denn? Streife 5 ist auf dem Weg. Ja, ich hab Kopfschmerzen. Kamacho nähert sich. Streife 16, 21 bei euch. Okay, kommt noch eine Streife, ist okay. Soll ich rauskommen oder so? Okay. Overwatch ist in der Luft und fliegt mit an. Ah, fuck. Straße 5, 0,5 Klick. Nee, Camacho fährt Richtung Stadt, grüner Camacho, wahrscheinlich Key. Airbag und so, warte. Bitte das aktuell verfolgte Fahrzeug einmal nicht. Hast du hier auch von zwei Leute im Fahrzeug? Ich geh rüber zu der Streife. Das ist nämlich Geschäftsarbeiter, weiter, weil wieder Dispatch. Hey, wie geht's euch? Geht einigermaßen. Wie geht's euch? Snow? Hallo? Snow? Snow? Bitte noch Snow. Ruf FD. Snow? Die Information, das Fahrzeug ist gestellt. FD? Hallo, ich bin die PD 77 hier. Ihr bekommt oben in Harmonie ein Dispatch. Wir haben eine verunfallte Streife mit zwei Verletzten. Einer davon ist nicht ansprechbar. Ja, okay. Ja, jetzt habe ich zwei Dispatches. Ich schicke euch jemanden hoch, ja? Alles klar. Perfekt, okay. Beide sitzen noch im Auto übrigens, ne? Oder? Sind die eingeklemmt? So? Kommt ihr raus? Ja. Ja, die eine kommt raus. Wie gesagt, der Kollege, der ist nicht ansprechbar. Alles an der Taktik. Achso, ja, okay. Ich schicke dir jemanden, ja? Alles klar. Dankeschön. Okay, perfekt. Ciao. Tschüss. Ist die verständigt? Ja, kommen. Okay. Snow. Durch die Luft geschleudert fühle ich mich. Leitstelle für die 09 kam. Snow ist vor dem gefahren. Kommt. 29 für Huck Johnson. H-U-G-H Johnson. Komm. Aber mach keinen Scheiß. Huck Johnson gehört zu den West Putschi Backyards. Hat mehrere geschlossene und offene Akten. Ich lese dich kurz ein. Check. Ja, Sorgen um Snow, weil der nicht ansprechbar ist. Die Akten können ausgeschlossen angesehen werden.
Zeig noch einen anderen. Ja, nur der Arm, das, der Arm und die Wirbelsäule. Deswegen habe ich mich sofort hingesetzt. Die Snow komplett war. Lass uns für eine neuen kommen. Leitstelle für die 09, kommen. Wundert es, dass dem da drüben so gut geht, dass die aussteigen konnten. Ja, vor allen Dingen, der ist ja frontal in uns rein. Ne, frontal in die seitlich rekrutierende Seite rein. Leitstelle für Streifer 1 kommen. Leitstelle hört sie kommen. Eine 1029 für Vincent Shaw kommen. Vincent Shaw, keine Organisation und keine geschlossenen Akten kommen. Check, so verstanden, Streifer 1 Sender. Die Leitstelle für die Streife 5 kommen. Leitstelle hört die Streife 5. Eine 1029 für Ansprechbohr. Sean Shaw. Ansprechbohr hat Rückenschmerzen, extreme Ohrenschmerzen. S-H-A-W, kommen. Gut, ist der Patient auf dem Fahrersitz eingeklemmt? Das konnte... Also ich habe es jetzt nicht erkannt. Er ist auf jeden Fall nicht ansprechbar. Also haben Sie... Pulsatmung ist soweit stabil. Aber er ist halt komplett... Haben Sie versucht, denn die Fahrertür zu öffnen bisher? Aktuell noch nicht. Wir haben uns ja nicht so das nicht traut. Bin zwar angebildet, aber... Kann man den Vornamen buchstabieren? Sicherheitshalber. D-U-F-H-A-N-E. Kommen. Okay, lassen Sie mich mal vorne auf die Motorhaube bitte. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob der Patient irgendwo im Fußraum eingeklemmt ist. Wie genau ist der Unfall passiert? Die sind mit dem weißen Sportwagen frontal zusammengestoßen. Ja, check, 09 Ende. Okay, wir haben hier natürlich eine leichte Einklemmung. Baldmaße haben sich auch verzogen. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Tür nicht aufkriegen werden, problemlos. Okay. Leitstelle für RTW 1 kommen. Ist gerade wichtiger. Ja, alles gut. Du bist aber genauso wichtig. Also da holen wir einmal den Firetruck, dass wir sie dann hier raus befreien können. So. Dann schauen wir mal. Ich werde ihnen jetzt einmal zumindest schon mal eine Ringerlösung setzen. 500 Milligramm und dazu 2 Gramm Novalgin. Das machen wir jetzt einmal vorsichtig über die zersprungene Wundschutzscheibe. So. Wundert, dass denen da drüben nichts passiert ist. Oh, das werden wir jetzt ihn einmal komm in unserer Welt. Hm. Leider Gottes. Kurz auf den Firetruck, dass wir sie entsprechend hier befreien können. Eine freie Streife, bitte den Dispatch an der Vorderseite anfahren. Ja. So, wie geht's Ihnen denn, der Dame? Rücken tut weh und der Arm. Ja, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? 6. Okay. Gut, dann werde ich Ihnen jetzt auch erstmal einmal eine Ringerlösung setzen. 500 Milligramm dazu 1 Gramm Novalgin über Venenzugang. So. Gut, dann schauen wir uns das einmal an. Welcher Arm war das, haben Sie gesagt? Streifer 11, das ist bis an der Border. Der rechte. Okay. Ein Klick noch. Gut, dann werde ich Ihnen da jetzt einmal eine Vakuumschiene anlegen am rechten Arm tatsächlich, dass wir dann im Krankenhaus direkt einmal röntgen können und gegebenenfalls Frakturen eben feststellen oder dementsprechend auch wieder ausschließen können. So. Gut, und im Rücken schauen wir dann auch gleich noch beim Röntgenbild. Gut. Dann würde ich Ihnen jetzt einmal hochhelfen, Sie einmal in den RTW bringen, ja? Mhm. 1, 2, 3, so. Gut, dann gehen wir da einmal rüber. Halleluja. Snow. Leitstelle für Streife 1 kommen. Leitstelle kurz dabei. Hat er jetzt einen Firetruck angefordert? Hat er. Snow ist eingeklemmt. Okay. Mm, passt. Du siehst jetzt gerade wunderbar wie. Mm. Ja. Leitstelle hört.
Und nein, Herr Dr. Mir ist nicht nochmal was passiert. Kommen. Alles gut. Gut, bei ihm müssen wir jetzt einmal warten, dass wir dementsprechend eben den Firetruck hier haben, da eben die Front ein wenig eingedrückt ist und eben sein Fuß unten im Fußraum eingeklemmt ist. Wenn wir ihn da dementsprechend einmal rausholen und dann direkt ins Krankenhaus von einer Traumaspirale anfertigen. Vermummung, zwei offene Akten, ich lese mich kurz ein. Ist so gut. Kannst du ihn soweit erst versorgen durch eine Beifahrertür oder ähnliches? Streife 15-8. Die Akten können vorerst ignoriert werden, komm. Oh, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Bitte? Danke, dass du dich um die Rekruten gekümmert hast. Ja, natürlich, hallo. Ne, die Sache ist Schwester und so, ne? Alles klar. Deshalb bin ich lieber zu Snow rüber. Ja, natürlich. Streife 13 für die Leitstelle kommen. Hoffentlich hat Snow nur nicht so schlimm erwischt, hey. Ja, dann hat doch noch Streife weiter. 13 für die Leitstelle kommen. Ich kann immer noch glauben, dass die UCCA 120er Gebiet ist. Die PD 32 oder 52 für die Leitstelle kommen. PD 33 hört sie kommen. 32. Welche PD-Nummern haben die zwei Kollegen gehabt? Jesse ist Rekruten und Snow hat die 54. Alles klar. Ich weiß aber nicht, welche Streife die waren, glaub 3 oder so. Okay. Ja, nett, dass die dann die ganze Zeit angefunkt werden und dann... Leitstelle für die Streife 11 bitte kommen. Hört sie kommen. Sind 10:21 am Dispatch, haben eine bewusstlose Person aufgefunden, LSFD wurde informiert, sind somit 10:07 kommen. Ja, check hat Leitstelle soweit. Streife 11 Ende. Was ist dir wieder passiert? Ich bin gestern niedergeschossen worden. Autsch. Stimmt, irgendwas habe ich damit. Ja, Omen Sandy Shores, was auch Dale erwischt hat und Anderson. Und Kazum und... Genau, Kazum auch. Alles großer Mist momentan. Ja. Oh, ich hab halt fliegen gelernt. Allerdings nicht die freiwillige Variante. Aber du kannst noch lachen, das ist wichtig. Ja, dann informiere ich mal in LSC, würde ich sagen. Ja, das Auto gehört in die Presse. Ja. Geh mal drüben kurz gucken. Jo, hallo. Okay, komm, machen Sie einfach 700 und dann ja, kommen Sie, also bitte sehe ich so aus, dass ich komme. Auf jeden Fall Ordnungsgeld von $200, ne, wegen der erhöhten Geschwindigkeit, das ist ordnungswidrig nur, ne, also ein Ordnungsgeld gibt's da. Ey, du schenkst Schulz mit $750, denk dran. Und, wegen den Widerstand, da kommen 700, ein Bußgeld von $700. Oh, shit. Ja. Da sind wir bei $900. Wo hast du Glück, dass sie dich noch nicht durchsucht haben? Nein, Spaß natürlich. Spaß. Aha. Das macht die Situation gerade nicht besser, ne? Du Shane, Alter, du bringst. Das ist auch so ein Spaß. Also, wie gesagt, wir hätten auch sehr gute Gründe, auch komplett das Fahrzeug zu durchfilzen, ne? Nein,
Nein, jetzt komm, zahl deine Strafe, komm, los. Jetzt zahl deine Strafe. So, wäre halt korrekt wegen dem Auto, weil wie gesagt, es gehört nicht uns so und wir werden halt nicht aus einem Auto. Wie gesagt, ne? Ich habe ja gesehen, die Zahlen sind sehr blass. Ja. Das wird repariert, aber Götzchen ist erstmal die Weiterfahrt dann vorher zu Ende. Das wird runter zum Dingsamt, Verkehrsamt gebracht, damit dann angemeldet wird. Ne? Okay. Wir brauchen das nicht überführen, nur das Nummernschild austauschen. Ja, ja, machen wir, ist kein Ding. Okay, also es wird erst repariert und dann wird es runtergebracht. Ja, machen wir. Und das werden wir so veranlassen. Alright. Ja. Ja, dann komm, dann stell mir dein Ticket aus, du wartest da doch schon drauf. So. Du Shane, denk dran, $750 schuldest du mir. Nerv mich nicht. Lass mich drüber reden. Ja, richtig. $750. Moment. Jetzt haben die mich durcheinander gebracht. Ja, 700? 700? 900. Oh, 750 war schon richtig. 750 war schon richtig. Schön von mit wegen unserem Auto? So, ja, natürlich. Okay. Hier, so. Bestätigen können. Wie sieht das eigentlich aus? Wer zahlt jetzt am Ende das Auto, die Reparatur davon? Ja, ich. Weil die Cops halt. Richtig, weil er geflüchtet ist. Ja, okay, korrekt. Solange ich das nicht zahlen muss, passt mir das. Ey, du zahlst die $750 an mich, die ich gestern für deine Reparatur gezahlt habe. Wie geht's den Kollegen? Ja. Dann beide gleich ins FD. Okay. Genau. Wie geht's Ihnen? Sie sehen auch nicht gut aus. Nee, ich wurde gestern niedergeschossen. Ich hatte einen Verkehrsunfall. Okay, das beides nicht gut. Alter, er hat gesagt, ihr seht nicht gut aus. Ach, das Mann, du Shane, du reitest mich hier immer in die Kacke, Alter. Ich will ja nicht pushen, ne? Ich will ja nicht pushen. Ja, ich will nicht hetzen, ne? Aber. Also, ich würde dafür durchsuchen. Auf damit! Spaß. Ja, wie gesagt, ne, sie müssen sich jetzt irgendwie eine Fahrgelegenheit. Ja, hab ich eigentlich schon angerufen, müsste eigentlich gleich jemanden aufbrauchen. Okay. Warum, mal ganz ehrlich, warum sind da gerade so viele Autos hinter mir gefahren? Oder angekommen? Ja, gut, es waren nur zwei Fahrzeuge hinter ihnen. Ja, gut, und dann kam auf einmal ein Overwatch und haben wir vier weitere Fahrzeuge gehalten. Ey, der fährt los, ne? Würde ich direkt durchsuchen. Ich würde mit dem Wagen erstmal nicht weiterfahren. Glaub, bevor der nicht repariert ist. Kommst du aus dem Auto? Darf ich mein Essen nicht aus Handschuhfach nehmen? Oh doch, okay, ja klar. Zur Not, ich lass das drin, ist mir egal. Nee, mach mal nicht, das gammelt dann. Wie gesagt, ich hol grad mal einen von der LC, damit das dann hier vorangeht. Okay, ja. $900, ey. Ich hätte einfach jetzt ins Gefängnis gehen sollen, Mann. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Sie können Geld sparen, wenn Sie nächstes Mal am besten anhalten. Okay, solange sie nicht arbeiten sagen. Ja, das Ding ist, ich wollte nur freundlich hupen, ne? Das kann man ja anscheinend missverstehen. Das nächste Mal fahre ich halt einen Brawler. Einen was? Einen Brawler. Das ist ein großer Geländewagen mit Bullenfänger vorne dran, der stabiler ist als Polizeiwagen. Das wiegt 4 Tonnen und liegt auf der Straße wie ein Stein. Da bist du nicht schnell. Oder sie halten nächstes Mal einfach an. 202 fährt oder so. Das wird die Sachen noch einfacher machen. Scheiß Anhalt. Oh, einfach Anhalt. Genau. Ja, ich hätte safe geschafft, irgendwann zu entkommen, ne? Wollte ich nur sagen. Aber Kollegen haben sich ja vor mir gefahren. So. Darf ich mal weiter aus dem Fenster lehnen? Nein. Der Komet. Das ist nicht nein. Die größten Tage. Ich hab gesagt, nein, relativ hallo. Hohen Verbrauch und ist vom Handling jetzt nicht am besten. Ey, you. Na, was? Er hat dich hops genommen. Keine Ahnung, er ist Rekrut, wenn ich den mal auf Straße sehe, egal. Boah, noch Drogen. Ich alleine, ich war schon mal ein Gebüsch. Falls er das sonst nicht mitbekommen hatte, dann sagt ihn das noch einmal bitte. Ja, mach mal. Also es ist frag bitte nicht. Das war jetzt kein, dass ich ihn angemuckt habe, sondern nur ein netter Hinweis, dass er in Zukunft bitte sein es lässt. War so unnötig, ja. Aber. Gut, alles klar, dann wie gesagt, euch frohes Schaffen und ja, eben so. Ja, kriegt man so hin, ne? Ja. Ja. Den Namen von den Herrschaften hast du, ne? Ja. Perfekt. Hatsch.